Ich erlebe gerade, wenn ich Gott in jedem erkenne, der mir begegnet, dann begegnet mir nur noch Gott. Und ich spreche den Gott im anderen an, denn es antwortet ja immer der, den ich anspreche. Aber ich erkenne auch mich selbst als den, der ich wirklich bin und lebe bewusst als ein vollkommener Ausdruck des einen Seins. Ich optimiere auch mein Selbstbild entsprechend, sodass mein ganzes Leben zu einem vollkommenen Ausdruck der Vollkommenheit, der Weisheit und Liebe des Allerhöchsten wird. Dadurch ändert sich meine energetische Signatur und damit mein ganzes Leben. Ich erfülle ganz bewusst jede Zelle meines Körpers mit dem Bewusstsein meines wahren Seins und erlebe, wie mein Körper das zunehmend widerspiegelt als Gesundheit, als Wohlgefühl und Lebensfreude, aber auch als Alterlosigkeit und Vitalität. Ich bin kein Handelnder mehr, lasse mein Tun durch mich geschehen und bin so im reinen, folgenlosen Tun. Ich bin ständig online, eins mit dem einen und sicher geführt von der inneren Weisheit und folge dem Stimmigsein des Jetzt. Und bin ganz von selbst ein Magnet für die natürliche Fülle, die mir von allen Seiten zufließt, sodass ich immer alles habe, was ich zum vollen Ausdruck meines Lebens brauche. Menschen, die nicht mehr zur Wirklichkeit meines wahren Seins gehören, lösen sich ganz von selbst. Und ich ziehe andere Menschen an, die jetzt zu mir gehören. Es ist ein Leben in einer ganz anderen Ebene des Seins. Ich sehe die gleiche Realität, aber lebe bewusst in einer ganz anderen Wirklichkeit. Ich bin mir zunehmend ständig meines wahren Seins bewusst
und bin nur noch ein bewusster Gast in dieser Welt. Ich lebe ständig in heiterer Gelassenheit, unabhängig von den Ereignissen der Realität. Und wenn meine Zeit gekommen ist, die Aufgabe erfüllt ist, verlasse ich bewusst diesen Körper. So wie ich am Ende der Fahrt aus dem Auto steige, weil ich angekommen bin. Und bin bereit für ein neues Abenteuer im ewigen Spiel des Lebens. Dafür bin ich dankbar.